Gerade künstliche Böschungen in Gärten und an Straßen erodieren besonders leicht, da sich noch keine Vegetation mit Wurzelwerk gebildet hat. Haben Sie beispielsweise einen Erdwall neu angelegt, sollten Sie keine Zeit vergehen lassen, um es mit unseren AquaGuard-Böschungsmatten aus Kokos oder Jute zu sichern. Denn so können Sie das Abrutschen des Erdreiches an aufgeschütteten Hängen, aber auch an See- und Teichufern verhindern. Unsere Matten sind umweltfreundlich, da sie zu 100% aus Naturfasern bestehen und sich auf natürliche Weise in die jeweilige Umgebung integrieren lassen. Das grobmaschige Gewebe bietet einen optimalen Halt für Wurzeln und lässt sich hervorragend mit Saatgut versehen. So wird der Hang mit der Zeit zusätzlich durch das Wurzelwerk gestützt. Zunächst legen Sie die Kokosmatte auf die gewünschte Stelle an einem Hang oder am Teichufer aus. Die Matte muss unbedingt befestigt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass sie abrutscht. Um dies zu verhindern, befestigen Sie die Kokosmatte am besten mit Befestigungsankern im Boden. Die Bodennägel aus Holz verrotten zusammen mit den Naturfasermatten. Somit sind sie vollständig biologisch abbaubar und eine gute Alternative gegenüber herkömmlichen Erdnägeln aus Stahl. Außerdem sind die Holzerdnägel auch ideal, um unsere hochwertigen AquaGuard-Teichpflanzkörbe zu befestigen. Unsere Pflanzkörbe und Pflanztaschen aus robuster und naturbelassener Kokosfaser bieten ihren Pflanzen nicht nur einen sicheren und natürlichen Halt, sie zaubern auch ein harmonisches Erscheinungsbild an jedem Hang und Teich.